Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mache ich für euch eine Apfel-Pfirsich-Torte, eine sehr leichte und fruchtige Variante. Was ich dazu brauche, das seht ihr gleich. Wir benötigen zwei Biskuitböden, Durchmesser 20 cm. Ich habe diesen schon öfters gebacken, wie ich ihn zubereite und die Mengenangaben findet ihr oben rechts unter dem i-Punkt. Ich habe mir zwei davon gebacken und einen habe ich waagerecht durchgeschnitten. Um den einen Boden, den ganzen, den nicht durchgeschnittenen, lege ich einen Tortenring, nehme einen Schaschlikspieß und steche Löcher hinein. Ich will diesen Boden tränken, dazu nehme ich Orangenlikör, ihr könnt natürlich auch Orangensaft nehmen, wenn ihr keinen Alkohol mögt. Für die Füllung benötige ich natürlich Pfirsiche und Äpfel. Ich habe Pfirsiche aus der Dose genommen und sie dann grob gewürfelt. Den Saft habe ich auch aufgefangen. Die genauen Mengenangaben findet ihr natürlich in der Infobox. Darüber hinaus habe ich noch Stärke und Apfelsaft und zwei Äpfel, die ich geschält und entkernt habe und sie jetzt würfeln werde. Die Stärke verbinde ich jetzt mit etwas von dem Apfelsaft und von dem Pfirsichsaft. Verrühre alles gut, gebe dazu noch einen Esslöffel Zucker, das ist optional, ich habe es gemacht, weil ich fand, dass es noch ein bisschen Süße benötigte und den Rest seht ihr gleich. Den verbliebenen Apfelsaft und Pfirsichsaft gebe ich in einen Kochtopf und dazu gebe ich die Äpfel hinein und stelle alles aufs Feuer. Ich lasse die Äpfel 5 Minuten köcheln, gebe dann anschließend die Pfirsichstückchen dazu und die aufgelöste bzw. verrührte Stärke. Und das alles koche ich noch einmal rührend auf. Noch heiß nehme ich die Apfel-Pfirsich-Füllung und verstreiche sie über den getränkten Biskuitboden. Danach nehme ich die eine Hälfte des waagerecht durchgeschnittenen Biskuitbodens und lege sie oben auf die Füllung. Anschließend gebe ich die Frischkäse-Mischung dazu. Wie ich den Frischkäse zubereitet habe, das seht ihr auch oben unter dem i-Punkt. Verstreiche diese auf dem zweiten Teil des Biskuitbodens. Und darauf lege ich dann die zweite Hälfte des Biskuitbodens und somit auch die letzte auf die Frischkäsefüllung und obendrauf die restliche Apfel-Pfirsich-Mischung. Und das alles stelle ich dann für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank. Zur Deko habe ich einfach gehackte Mandeln genommen und oben drauf getan und die bleiben auch schön haften. Ihr könnt natürlich auch was anderes nehmen, was euch gefällt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst es mich wissen und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kuchen nachmacht. Ihr könnt natürlich auch noch 2 weitere Videos von mir sehen, die ich euch hier einblende. Einfach draufklicken und dann kommt ihr direkt dahin. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und vergisst meinen Kanal nicht zu abonnieren und bis bald, beziehungsweise bis nächsten Sonntag. Tschüss.